Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zum nächsten, ja, kann man sagen, Update auch zugleich und auf jeden Fall auch ein kleines neues Format. Ja, wie ihr sehen könnt im Titel schon, auf jeden Fall geht es um Out-of-Print-Filme und Filme halt, die es nur auf DVD gibt momentan. Aber vorweg, es kann sich immer irgendwas ändern. Ich will nichts Falsches erzählen. Es kann auch sein, dass ich mich auch mal vielleicht versehe, weil das immer nie so genau klar ist, ob die jetzt halt nur auf DVD gibt mittlerweile oder wie gesagt, oder dann schon auf Blu-rays gibt. Es kann sich immer alles ändern. Aber jetzt so, ich habe mal ein paar rausgesucht, wo ich mir das vielleicht so vorstellen könnte, dass es die halt nur auf DVD gibt. Und auf jeden Fall auch welche dabei, die halt out of print sind, also wie gesagt, nicht mehr produziert werden. So, fangen wir gleich mit den ersten Double an, sag ich mal. Das sind einmal die Jack Frost-Teile. Die werden auf jeden Fall, die gehen richtig gut weg. Also für einiges an Geld. Also ich habe mal nachgeschaut. Selbst der geschnittene Jack Frost 2 geht schon für 30 € weg. Aufwärts. Ja, und Teil 2 halt ungeschnitten. Also geschnitten. Also wie gesagt, der ist geschnitten. Geht für 30 € ein bisschen mehr schon weg. Und der ungeschnittene, ich glaube, für über 40 €. Ja, das ist einmal Jack Frost 2, so eine Horrorkomödie, so ein ja, Killer-Schneemann, wie gesagt. Ja, Horror. Richtig krank. Muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Ja, Trailer habe ich schon gesehen, aber wie gesagt, die Filme habe ich noch nicht so gesehen. Und einmal Jack Frost 1 ungeschnitten. Der geht, glaube ich, noch ein bisschen für, ich glaube, über 60 € weg, habe ich gesehen. Ja, das ist einmal der hier. Wie gesagt, Out of Print von Laser Paradise ab 16 ungeschnitten. Ja, das war einmal Jack Frost, der eiskalte Killer, Teil 1 und 2. Die sind auf jeden Fall, soweit ich weiß, Out of Print. Jetzt kommen wir zu dem Film, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Blackwater in der ersten Auflage. Ich weiß, gibt es auch jetzt mittlerweile im Mediabook, aber ich frage mich gerade, gibt es diesen Film auch nur auf Blu-ray? Weil meistens kommen ja erst alle im Mediabook raus, die Sachen, aber der hier, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man den auch kriegen kann auf Blu-ray. Wie gesagt, dann habe ich ja halt die Erstauflage davon. Wie gesagt, diese kriegst du ja auch jetzt ja so, diese so an sich diese Auflage kriegt man ja jetzt auch nicht mehr so. Wie gesagt, nur im Mediabook. Da bin ich mal gespannt, ob man den auch auf Blu-ray kriegen kann mittlerweile. Ja, Blackwater kennen wahrscheinlich auch viele von euch, so ein Killer-Krokodil. Ja. Und die Frauen kommen dann nicht mehr weg. Und das Vieh passt auf und guckt, dass die da einen Fehler machen. Wie gesagt, ab 16 ungeschnitten. Auf jeden Fall auch ein richtig guter Film, kann ich auch nur empfehlen für Tierhorror-Filmfans. So, jetzt kommen wir zu einem älteren, ja, Film. Soweit ich weiß, nur auf DVD erhältlich. Ja, schrei, wenn du kannst. So ein 90s, 2000er Teenie-Slasher-Film. Kann man sagen. Wie gesagt, mittlerweile gibt es den, glaube ich, auch nur auf DVD noch. Habe ich mal nachgeschaut. Und das ist der noch in der Erstauflage im Snapper Case. Aber auf jeden Fall auch ein sehr guter Film. Da hat der Killer so eine Babymaske auf. Ich glaube, den gibt es auch unter anderem hier einen anderen Titel. Bin ich mir jetzt nicht genau sicher, wie der heißt. Auf jeden Fall auch ein sehr guter, spannender Teenie-Slasher 90s, 2000er Horrorfilm. Richtig gut. Also ich mochte den. Und das Ende war auch richtig geil. Wie gesagt, es ist ab 16. Wie gesagt, auch nur in der Erstauflage. Auf DVD gibt es den mittlerweile. Ja. Und auch geht auch schon Richtung 20 € aufwärts hoch. Habe ich gesehen. Ja, das war der. So, es kommen wir zu so Filmen, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Einmal Jack Frost, ja, Familienfilm. Habe ich auch gesehen, geht auch so ein bisschen auf die 20 € zu. Blu-ray habe ich jetzt nicht gesehen. Ist halt diese Erstauflage mit Michael Keaton. Wie gesagt, Blu-ray weiß ich jetzt nicht zu 100%, habe ich jetzt nicht so gefunden.
Ich habe einfach mit hier reingenommen. Gibt sogar zwei Seiten, einmal eine 4 zu 3 A-Seite und B-Seite. Richtig gut. 97 Minuten geht der. Familienfilm. Richtig gut, sonst am besten durchlesen. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob es den nur auf DVD gibt. Das war der. Ja, und jetzt kommen wir zu so einem Film, da habe ich auch jetzt gesehen, gibt es den jetzt auf Blu-ray oder nicht? Einmal Cool Runnings. Ja, kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen, kennen aber viele wahrscheinlich, auch eine Erstauflage. Bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, ob es jetzt den Film halt nur auf DVD gibt. Aber ich meine wohl, ich glaube Blu-ray nur in Englisch, meine ich. Und es ist auch schon einiges was wert, glaube ich, mittlerweile. Wie gesagt, auch eine Erstauflage. Out of print. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es den jetzt auf Blu-ray mittlerweile gibt, auf jeden Fall. Aber ich glaube wohl, dass es den nur auf DVD gibt, meine ich. Das war mal Cool Runnings. Wie gesagt, ab FSK, ja, 0 kann man sagen, ist freigegeben für alle Mann. Geht 95 Minuten, ist ein Komödienfilm mit John Candy. Aber das habe ich noch nicht gesehen, ich kann ich noch nicht zu sagen. Ja, jetzt kommen wir zum Film, da bin ich mir 100% sicher, dass der out of print ist. Einmal Philidae, die Katze. Ja, und das Witzige daran ist, also der kostet auch richtig gut Geld mittlerweile, dieser Film. Dieser Katzenthriller. Und das Witzige ist, den habe ich für, ich glaube, 2 Euro bekommen auf dem Flohmarkt. Stand in der Anzeige drin mit Verkaufe Sachen. Und dann habe ich gefragt, wie viel wollen sie haben für den Film? Ich glaube nur 1, 2 Euro und der Wert von dem Film ist das Doppelte. Geht 30 Euro aufwärts, glaube ich, mittlerweile. Gibt es nur auf DVD und ist auch out of print. Ja, Katzen-Thriller, Psycho-Thriller, der soll auch richtig brutal sein. Und ungeschnitten ist der auf jeden Fall für ab 12 finde ich den richtig heftig. Also ich kannte den von früher so ein bisschen. Der soll richtig fies sein und heftig. Philly der E, out of print. Richtig gut erhalten. Kein Kratzer dran, nichts dran. Für 2 Euro oder 1 Euro war das. Richtig, richtig gut. Ja, jetzt kommen wir zu so einem Film, da weiß ich das, glaube ich, dass es der nur, den nur auf DVD kriegt. Einmal Düstere Legenden 3. Ich glaube, 1 und 2 gibt es mittlerweile auf Blu-ray. Den dritten, glaube ich, noch nicht. Das ist einmal Düstere Legenden 3. Teenie-Slasher-Film. So aus den 90s. 90, ich glaube 90er, 2000 Anfang. Habe ich jetzt auch noch nicht mehr so in Erinnerung, diese Teile. Wie gesagt, ich habe auch alle drei auf DVD. Und nur den habe ich extra rausgepickt, weil bin ich mir nicht sicher, ob es den halt nur auf DVD gibt. Aber ich glaube wohl mittlerweile, auch auf Out of Print, diese Auflage. Ja, Düstere Legenden 3, Teenie Slasher Horrorfilm. Wie gesagt, ist ab 16, noch mit dem geilen Logo hier. 89 Minuten, das war der hier. Ja, jetzt kommen wir zu so einem Film, da meine ich, dass man den auch nur auf DVD kriegen kann. Einmal Rag Attack, auch out of print. Blu-ray habe ich jetzt nicht entdeckt und ist auch schon teuer geworden mittlerweile. Geht auch schon, ich glaube, über 20 Euro oder mehr sogar. Die Erstauflage. Ja, ist ab 12. Wie gesagt, ich habe nachgeschaut, nirgendwo auf Blu-ray erhältlich, nur in dieser Erstauflage, also out of print. Ja. Das war mal Rag Attack. Kennt wahrscheinlich auch viele von euch, den Spinnen-Horrorfilm. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Den habe ich extra rausgeholt. Einmal Faculty. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es diese Blu-ray-Version von gibt und die ist out of print. Also ich glaube, das ist die von Studio-Kanal. Diese gibt es auch als Blu-ray im Studio-Kanal-Format und die kostet richtig gut Schweinegeld. Ich glaube, 30, 40 Euro kostet die Blu-ray davon. Und die DVD auch schon 12 Euro aufwärts. Also gibt es Faculty jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr. Weil Studio-Kanal, ich meine, irgendwas war da mal, habe ich gehört. Und da gibt es diese Blu-ray-Auflage von auch über 30 Euro aufwärts und out of print anscheinend. Und die Fassung auch. Out of print. Weil, wie gesagt, die Erstauflage kriegst du ja sowieso nicht mehr heutzutage im Laden, wenn halt in der neuen Auflage der Flaschen halt hier drauf ist. Aber Blu-ray ist sauteuer, habe ich gesehen. 30, 40 Euro aufwärts. Ja, Faculty kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. 90s, Teenie-Horrorfilm so ein bisschen. Hier steht auch alles drauf, was da so abgeht. Ja, hier die Angaben.
Also Blu-ray schweineteuer mittlerweile. Ja, es kommt jetzt zu so einem Film, den gibt es auch nur auf DVD. Einmal The Glass House, richtig guter Psycho-Film, Horror, also Psycho-Thriller-Film. Richtig, richtig gut. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man den noch kriegen kann, wenn ihr den kriegen könnt in der Erstauflage, weil ich gibt es nur auf DVD anscheinend. Auf Blu-ray noch nicht. Wie gesagt, es kann sich jederzeit alles ändern. Ich will dir nichts Falsches erzählen. Also jederzeit, wenn ihr dieses Video hier seht, könnte sein, dass es den schon auf Blu-ray gibt. Also der ist ab 16, geht 102 Minuten. Glasshouse, gönnt euch den, der ist auch richtig gut. Ja, jetzt kommen wir zu so einem Film, den habe ich jetzt nicht gefunden. Einmal Samuel L. Jackson, The Caveman's Valentine. Habe ich jetzt nirgendwo entdeckt, nicht mal diese Auflage habe ich gefunden. Scheint, glaube ich, sehr selten zu sein. Auf Blu-ray habe ich den auch nicht gefunden. Keine Ahnung, was mit dem Film los ist. Er ist ab 12. Ich weiß auch gar nicht, was das so für Film ist. Ich habe einfach mal mitgenommen damals. Geht auf jeden Fall 100 Minuten. Scheint so ein Drama zu sein, glaube ich, oder irgendwie so in diese Richtung. Wie gesagt, ich habe diese Auflage nirgends gefunden. Und Blu-ray schon gar nicht. Und auch nicht mal auf Schnittberichte. Also nichts gefunden über diesen Film. Sonst könnt ihr mir gerne was dazu schreiben. Ob es den auf Blu-ray gibt oder allgemein irgendwas mit los ist mit dem Film. Ja, das war mal der hier. So, jetzt kommen wir zu noch so einem Film, den ich auch nicht gefunden habe. Das scheint sowas Witziges zu sein. Auch eine Komödie. The Race. Oder The Race. Ja, es scheint ein deutscher Film zu sein, glaube ich. Ist von UVA und Universal Films. Ich weiß auch nicht, den habe ich auch nicht gefunden. Auf Schnittberichte nicht, nirgends. Ich habe keine Ahnung, ob man den auf Blu-ray kriegen kann oder ich glaube 12 auf jeden Fall. Geht 91 Minuten Hauptfilm, Bonusmaterial 73 Minuten. Wie gesagt, ich habe nichts gefunden, weder Blu-ray, weder Informationen im Internet. Nichts habe ich gefunden. Scheint was Witziges zu sein auf jeden Fall. Soll man es am besten selbst durchlesen. Ja, das war's, meine Freunde. Das waren jetzt so die Out-of-Print-Filme und halt Filme dabei, die es halt nur auf DVD gibt. Wie gesagt, vorweg, es kann sich immer alles ändern. Also nicht, dass ihr euch das festbeißen tut. Kann sein, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, dass es die schon gibt auf Blu-ray. Oder allgemein. Ja, wenn euch das irgendwie gefallen hat, dass dieses neue Format, ich habe noch ein paar mehrere Filme hier rumliegen, die älter sind. Ich werde mir mal ein paar rauskramen und mal im Internet nachschauen. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr ja schreiben, ob das geil ist. Dann kann ich noch ein bisschen mehr raussuchen und so ein bisschen Vergleiche ziehen. Ja, dann sage ich meine Freunde euch noch einen schönen Tag. Ich sage, abonniert mich, schreibt was gerne in den Kommentaren rein, wenn ihr was wisst. Und ja, schaut beim nächsten Mal rein. Peace.